Letztes Wochenende waren wir in einem 17.000-Seelenort in Schleswig-Holstein namens Eutin. Und weil es so schön warm war, haben wir uns bei Caramba erstmal ein Eis gegönnt. Ich habe mich für die Sorten Limette Basilikum und Pistazie entschieden. Mich hat überzeugt, dass in den Eiskübeln auf jeden Fall keine Eisberge zu sehen waren. Das zeugt von Qualität. Das Limette Basilikum-Eis war wirklich wunderbar frisch, perfekt für jeden Sommertag. Und das Pistazieneis war schön cremig und intensiv. Wir haben uns dann noch das Schloss in Eutin und den Schlossgarten angeguckt und sind dann zum Mittag in das Restaurant Markt 17 gegangen, wo ich mich dann für die Spaghetti all'Arrabbiata mit Garnelen entschieden habe, die wirklich unfassbar lecker waren. Für mich hätte es nur einfach ein bisschen mehr Soße sein können, da ich ein sehr, sehr großer Soßenliebhaber bin. Aber die Garnelen und die Pasta waren wirklich auf den Punkt. Hier seht ihr jetzt die Schüssel, angerichtet mit Bratpaprika, Cressini und etwas Rucola. Wirklich sehr, sehr gut. Also falls ihr mal in der Nähe seid, schaut bei den beiden Foodspots unbedingt vorbei. Es lohnt sich wirklich.